Hallo, schön, dass du mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal. Es geht trotzdem weiter. Heute soll es darum gehen, wie ihr es schaffen könnt, dass ihr eure Behandlung startet. Das ist ein Punkt, wo man am Anfang sehr viel dran rumlaboriert. Und darum habe ich euch heute drei Tipps mitgebracht, wie ihr euch sozusagen oder vielleicht auch euren Partner mit auf den Weg bringen könnt. An allererster Stelle steht der Wille, sich helfen lassen zu wollen. Was meine ich damit? Es ist recht leicht erklärt. Depression ist einfach mies, denn die Symptome verhindern aus sich heraus eigentlich schon, dass man handlungsfähig wird. Nebensymptome wie negative Zukunftsaussichten verhindern, dass ich aus mir heraus wahrscheinlich sage, ja, ich muss jetzt was machen. Was will ich damit sagen? In einfachen Worten, man darf sich im ersten Schritt nicht dem Zustand ergeben. Man darf sich der Krankheit nicht ergeben. Und selbst wenn man angefangen hat, diese Bekämpfung der Krankheit aufzunehmen, darf man das nicht lieblos und halbherzig machen, sondern man muss das wirklich ganz konsequent verfolgen. Man muss also wieder diesen Willen entwickeln, dass man wieder zurück ins Leben will. Der zweite Punkt, der unheimlich wichtig ist, damit man den schwarzen Hund bekämpfen kann, ist Selbsteinsicht. Selbsteinsicht ist bei seelischen Erkrankungen das absolute A und O. Wenn ihr nicht einseht, dass ihr krank seid und dass ihr Hilfe braucht, dann braucht ihr auch gar nicht erst anfangen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hart und da werden auch einige nicht glücklich mit sein, wenn ich euch das jetzt so sage. Ich wollte auch nicht einsehen, dass ich krank bin. Ich wollte auch nicht einsehen, dass ich Hilfe brauche. Ich war ja der Meinung, ich schaffe den Scheiß alleine. Dieses Leugnen muss einfach aufhören. Das ist wahrscheinlich ein schmerzhafter und harter Prozess. Das war es bei mir auch. Mir einzugestehen, dass ich nicht mal eben so eine traurige Phase habe und dass die mal eben vorbeigeht. Und naja, nach dem ersten Mal, wo ich halbwegs eingesehen habe, dass ich Depressionen habe, habe ich gesagt, naja, ist ja wieder vorbei, kommt ja nicht wieder. Nein, ich musste erkennen, dass ich diesen schwarzen Hund mein Leben lang mit mir rumgetragen habe. Seit frühestem Teenageralter. Heute weiß ich es, weil ich mich für euch intensiv mit diesem Thema beschäftige. Ich weiß mittlerweile um die Symptome von Depressionen bei Jugendlichen. Ich weiß heute um die Situation, wie sich dieses Biest einnistet. Also ihr müsst aufhören zu leugnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die Phrase, das wird schon wieder, funktioniert ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Nach außen, auch für euch, die Illusion ist vielleicht, hurra, mir geht es wieder gut. Ich kann euch nur eins sagen. Die Abwärtsspirale, die dreht sich im Hintergrund weiter. Und wenn ihr das nicht im Hinterkopf behaltet oder auch im Vorderkopf bewusst, dann kommt ihr nicht aus diesem Kreislauf raus. Und ich möchte, dass ihr aus diesem Kreislauf rauskommt. Der nächste Punkt hat mir richtig gestunken. Als es mir richtig schlecht ging und ich Hilfe wollte, da war ich irgendwann in der Phase, als ich sagte, ja, kommt her, es ist schlecht, ich will jetzt Hilfe haben. Es kommt aber keiner zu dir und bietet dir seine professionelle Hilfe an. Kein Therapeut, kein Arzt wird kommen und sagen, hey, hab gehört, dir geht's schlecht, ich helfe dir jetzt. Werden die nicht machen. Das Problem ist, dass man sich selber kümmern muss. Das ist hart. Und auch dieser Weg des sich selber Kümmerns, der ist hart. Was habe ich telefoniert? Wie viel Zeit habe ich da verbracht am Telefon? Damit ich überhaupt mal einen Therapieplatz bekomme in einer Klinik. Was bin ich zu Kliniken gelaufen? Bin abgelehnt worden, weil ich nicht einfach nur Depressionen habe. Ich trage ja auch noch Kontrollzwänge mit mir rum. Wurde mir hier in der Klinik in Kirchrode gesagt, ja, Depressionen können wir behandeln. Habe ich gesagt, ja, finde ich geil, ist mein Hauptproblem. Ja, aber wir nehmen sie nicht auf, weil sie haben auch Kontrollzwänge. Das können wir nicht. Alles Gute, tut mir leid. Mit was für einer Arroganz
und gespielter Mitleidigkeit mir die Ärztin das gesagt hat in der Klinik in Kirchrode. Das hat echt runtergezogen. Aber ich musste wirklich weiter kämpfen. Und das macht ihr bitte auch. Das kann auch mal locker, wenn ihr noch nie einen Therapieplatz oder einen Termin beim Arzt oder Psychotherapeuten hattet. Das kann auch mal locker 3 bis 6 Monate dauern, von Terminvereinbarung, bis der erste Termin überhaupt stattfindet. Aber ab dem Punkt, sei euch das gesagt, als Mutmacher, ab dem Punkt, wo ihr erstmal den Fuß in der Tür habt, ab dem geht es dann. Ne? Gerade in der ersten Akutphase, wenn es dann schlecht ist, werdet ihr sehr, sehr eng getaktete Termine haben. In der Anfangsphase hatte ich teilweise wochenweise Termin bei meinem Seelendoc, bei dem ich jetzt bin, der gut ist. Ne? Dann haben wir das angefangen, so ein bisschen auseinanderzuziehen. Er hat mir immer wieder Aufgaben mit an die Hand gegeben, die ich dann halt absolvieren sollte. Oder halt auch von mir aus absolviert habe, mich mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und dann haben wir den Zeitraum so nach und nach gestreckt. Ja, erstmal dann halt moderat, dann irgendwie so auf knapp 2 Wochen und dann jetzt aktuell sind wir bei einmal im Monat. Da komme ich jetzt aktuell auch wirklich sehr gut mit klar. Weil wenn irgendwas dazwischen kommt, dann kann ich auch zwischendurch immer hin. So, wenn ihr einen guten Therapeuten habt und euch mit eurer eigenen Initiative, die ich euch hiermit an die Hand geben möchte, durchgebissen habt, dann seid ihr safe. Dann habt ihr jemanden, der euch hilft. Ihr seht, der Weg zur Behandlung, der ist nicht leicht, aber ihr könnt das schaffen. Und ihr habt ja auch noch mich. Und ihr kriegt jede Woche ein Video von mir. Auch nächste Woche. Ich freue mich darauf, dass du dann auch wieder mit dabei bist. Pass gut auf dich auf, dein MK.